Ah, oh, da wurde ich einmal richtig übel weggefetzt. Habe ich irgendwie eine Schriftrolle des übelsten Weggegner-Wegmachens. Für ein Buff, ey. Wer ist da? So endet die Lektion. Wer ist da? Hinter euch. Das sollte nicht lange dauern. Ihr macht mir das viel zu einfach. Huch, habt ihr es gesehen? You're trying to upstage me, aren't you? Well, I'm sorry to tell you, but I've had years of practice. Was? Die sagt irgendwie Dinge, von denen, die ich nicht übersetzen kann. Gut, das hat eher funktioniert als das andere. Da habe ich mich vergessen, mich zu heilen. Ich kam nicht mehr schnell ins Inventar. Mit Warp-Geschwindigkeit weggeschickt. So. Ja, ich glaube, der Buff mit den Rollen war eigentlich scheiße. Den Drachen hat es nur Mercer getroffen. Der ist jetzt für 10 Minuten gebufft. Allerdings weiß ich aus dem anderen Spiel, dass wir nicht mehr lange mit ihm zu tun haben werden. Mit anderen Worten, er ist gleich weg. Aber vielleicht dauert es ja noch 10 Minuten, bis sie weg sind. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist sie auch vorbeigekommen. Ja? Das ist nicht lange. Falsche Richtung. Muss mal gucken, habe ich noch eine andere Waffe? Ich nehme mal die Waffe. Wisst ihr, was ich bald wieder spielen werde? XCOM 2. Freue ich mich schon wieder drauf. Da soll ein Addon. I thought they were supposed to be abandoned for centuries. I guess it's one of life's mysteries. Da soll nämlich ein Addon rauskommen. Und ich denke mal, bei dem Preis kann man es Addon nennen. Das Ding kostet 40 Euro. 40, ja. Genauso viel, wie das Spiel ursprünglich, glaube ich, mal gekostet hat. Ja, gut, 10 Euro weniger. Aber 40 Euro. Ist schon heftig für ein Addon, dann muss es aber auch richtig viel enthalten. Da bin ich mal gespannt. Ich werde es jedenfalls mal ausprobieren und gucken, inwieweit das das Spiel erweitert. Es soll das Spiel auf jeden Fall viel, um einiges erweitern. Die Tür davor, perfekt für einen Hinterhalt geeignet. Seid bereit. Seid bereit. Wofür sollen wir bereit sein? Für den Tod des Königs. Wieso ist er krank? Ich bin jetzt wie bei Republic, wo man nur eine Granate reinschmeißen. Fuß runter!
meine Waffe, die leuchtet. Ist ja geil. Ich habe eine Waffe, die Elektroschaden macht. Oh ne. Machen wir erstmal ein Gift. Und die höchste Heilung, die ich habe. Oh, das ist scheiße. Die Sortierung ist mega kacke. Ich werde auf eure Leiche spucken. Alter, ein fetter Ebenerzschwert. Den nehme ich mal mit. Fuß, roh, da. Fuß, roh, da. Fuß. Lass mich schätzen. Du willst reden? Ja, mit meinem Schwert. Sophia, halt die mal hoch nebenbei. Fuß, roh, da. Fuß, roh, da. Abgeschlossen. Seebärfeder. Was? Es ist eine Art Helm. Es ist ein Hut. Das sieht irgendwie geil aus. Ich glaube, das passt zu meiner Piraten. Rüstung. Den Zwergen. Leider kein C4. Und leider schlechter. Und der ist auch nicht wert, das mitzunehmen, weil mein Traglast over the top fast zum Limit Maximum ist. Habe ich überhaupt einen Helm auf? Nee, um Gottes Willen. Ich habe Rüstung zu halten. Achso, ich habe einen. Ah. Ja, stimmt, ich habe das Magier-Dem. Ja. Das ist genau richtig. Oh, mit der Truhe. Einmal zurück. So, dass ich das... Ein bisschen so, dass ich die Truhe noch mit dabei habe. Yeah. So, genau. So will ich ein Bild haben. Das sieht aus, als wäre ich... sieht echt aus, als wäre ich ein Pirat oder so. Ja, es ist schlecht, wenn man wie Drauge aussieht, wenn man... Und das wäre wie ein Albtraum, das stimmt. Aber wieder erwacht. Hand entwaffnen, also Kradik oder irgendwie. Könnte man mal machen, ja. Schrei schräg, da du entreißt deinem Gegner die Waffe. Gleich zwei schon direkt. Habe ich relativ. Ihr habt gerade eure eigene Garde. Cool, das hat funktioniert. Habt ihr es gesehen, als seine Waffen fallen lassen? Funktioniert wahrscheinlich nicht immer. Aber da der Schrei relativ kurze Ausdauer hat, wie man oben sieht, denke ich mal, kann man es machen. Wie sieht's aus mit der Waffe? Achso, die stehen hier auf der 1. Moment. Moment heißt, bitte warten. Oh ja, ist auch genauso schnell der wie die anderen auch. So, hast du die Schiene?
Du hast nicht den notwendigen Gegenstand. Eine der berüchtigten Rätseltüren der Nord. Nett. Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich zu öffnen. Und da ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns allein gestellt. Zum Glück haben diese Türen eine Schwäche, die man nur kennen muss. Eigentlich ganz einfach. Kalia ist ganz in der Nähe, da bin ich mir sicher. Unlock wäre auch cool. Ich hab's gerade gesehen. Mercer hat das hier gemacht. Er hat das gemacht, hat dann da drauf geklickt und hat das eingegeben und Enter gedrückt. Wie soll ich es mir dann sonst vorstellen? Er ist der geborene... Ah! Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte seinen Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Red Bull verleiht Flügel. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Der hat doch nur einen Trank benutzt. Die ist auch noch zu sehen da hinten. Wie interessant. Es scheint, dass Gallus Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten. Ich hätte ihn nie buffen dürfen. Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Moment. Ihr habt mich angeschossen. Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Dine kommt da hinten gerade um die Ecke. Warum habt ihr mich gerettet? Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Ihr hättet stattdessen Mercer erschießen sollen. Ich versichere euch, der Gedanke ist mir auch durch den Kopf gegangen. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren, und es hat nur für einen einzigen Schuss gereicht. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen.
Weshalb wolltet ihr Mercer lebend? Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Wie wollt ihr es jetzt beweisen? Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Und was steht da? Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht könnte man es übersetzen lassen. Entier, Gallus Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Da ist dieses Wort schon wieder. Nachtigall. Es gab drei von uns. Mich selbst, Gallus und Mercer. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen.